Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und, oh mein Gott, es ist endlich geschafft. Ich fasse es nicht. Ich habe gerade... Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ja, ich glaube, ich habe jetzt seit anderthalb Stunden an dem scheiß Mikrofon rumgefummelt und überhaupt. Und ich nein, ich hasse Windows 7 nicht, aber seit ich Windows 7 installiert habe, ja, irgendwie, wenn man den Mikrofonpegel auch nur über, keine Ahnung, über 40% oder so hat im Windows 7, dann ist das Rauschen unerträglich, wie ihr in den letzten Aufnahmen gehört habt. Wohingegen, also ich habe ein verdammt gutes Mikrofon und das war halt nie so. Und ja, erst seit ich Windows 7 drauf habe. Echt höllisch. Falls ihr das Problem also auch mal haben solltet, den Pegel im Windows sozusagen vom Mikrofon sehr weit runter tun und das Master Volume raufschrauben sozusagen. Beziehungsweise ich mache das mit einem Interface, also was externem, aber es funktioniert ähnlich. Ja. Aber jetzt, ich glaube, ja, praktisch kein Rauschen mehr. Dafür werden jetzt, falls Hintergrundgeräusche sein sollten, wie sowas, dann wird das, glaube ich, relativ laut mit aufgenommen, aber das versuche ich bei einem Minimum zu halten. Gut, gut, gut. Alles schön. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja. So, wir stehen hier bei Wehrcheck und ich erinnere mich, das letzte Mal habe ich damit geendet, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich, das ist cool. Also das, was machen wir? Wir haben natürlich immer noch nicht geheiratet. Das heißt, wir müssen irgendwie noch so eine Art Fest oder so besuchen. Ah ja, hier. Mhm, ich will sie heiraten. Aha. Achso, nee, ich werde einfach zu dem Fest dann eingeladen. Okay, stimmt. Wir dachten irgendwie, erst war diese komische Nachricht, dass in Wehrcheck war auch ein Fest und dann war irgendwie die Nachricht, das könnte ja eine gute Gelegenheit sein für die Hochzeitsfeierlichkeiten. Keine Ahnung, was das sollte. Naja, mit wem sind wir denn eigentlich gerade so im Krieg? Wahrscheinlich immer noch mit, genau, mit Vaegir. Und... Das war's, oder? Ja, wir sind mit... Nee, mit allen anderen sind wir irgendwie cool. Das ist natürlich schade. So ein bisschen. Und wo stehen wir so? Wir haben Essen und... wir haben Leute. Wir könnten unsere Party mal auffüllen bis auf 83. Wieso nicht? Keiner will mitkommen. Dann fickt euch doch, yo. Ja. Oh, warte. Beluga Castle ist under siege. Ach ja, stimmt. Die Rodox, glaube ich, schnappen sich das gerade. Was nicht so cool ist eigentlich. Obwohl, das könnte uns natürlich eine Gelegenheit geben, das Beluga Castle zu bekommen. Falls wir mit den Rodox mal irgendwie in Krieg treten. Danach. Ja, das war sowieso gut, weil wahrscheinlich sind hier auch echt nicht viele Leute drin von den Warlocks. Was machen wir denn dann in der Zwischenzeit? Wir können natürlich auch mit unserem König oder so reden. Vielleicht können wir dem empfehlen, einen Krieg anzuzetteln. Das geht bestimmt irgendwie. Aber wir gucken erstmal einen Rivercheck vorbei aus irgendeinem Grund. Mal sehen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 5000. Wir können natürlich auch einfach mal wieder daran arbeiten, uns noch ein Gewerbe zu besorgen und uns finanziell noch mehr zu stabilisieren, als wir es schon sind, weil mehr Geld kann nicht schaden, ne? Würde ich mal sagen. Und außerdem unsere Armee sollte... Also zumindest ist es der Plan, immer größer werden. Irgendwie, ich will schon mal so auf über 100 kommen, das wäre cool. Und dann wird es natürlich auch alles teurer. Von daher macht es dann Sinn, mehr Geld zu haben. Könnten versuchen, ein Turnier zu gewinnen oder so. Aber ich hätte gerne eher Lust auf ein paar richtige Kämpfe.
Es ist natürlich schwierig, wenn man mit niemandem so richtig im Krieg ist. War Aegir? Nö. Ich möchte eigentlich Nords haben. Wir können bei Beluga Castle warten, ob da vielleicht jemand rauskommt oder so und den dann wegbashen. Das wird jetzt wahrscheinlich, der wird jetzt, ist unwahrscheinlich, dass da jetzt jemand rauskommt. Das wäre ein bisschen lebensmüde. Guckt euch das an, die Vaegir-Truppen, die einzelnen Armeen, sind alle kleiner als meine. Die sind echt, ja, die sind kurz vorm Ende. Jetzt wahrscheinlich sind die am Ende. Wenn das Schloss erstmal eingenommen ist, dann haben die nichts mehr, glaube ich. Nee, dann sind die fertig. Traurig, traurig. Oh, was ist das denn hier? Oh, ah, hier. Okay, Party kostet uns im Moment unter 900. Und ja, einen Riva-Check bekommen wir 1200. Das ist großartig. Also sind voll im Plus. Es wäre schon cool, das noch zu erhöhen. Wenn wir echt mal so anfangen, so richtig Geld zu scheffeln, dann können wir auch endlich irgendwann uns nochmal upgraden, so rüstungsmäßig. Wird schon gerne mal neue Klamotten haben. Was meint ihr, wie die Rüstung mittlerweile riecht, ey? Ich habe die seit 40 Folgen oder so. Viel drin gekämpft. Viel Schweiß und Blut und wenn man bedenkt, wie oft ich verloren habe, wahrscheinlich auch Urin. Ja, ich laufe mal. Ja, muss ich ja nicht mit aufnehmen. Ich laufe einfach mal bei ein paar von unseren. Nä, wieso will keiner mitkommen? Ich laufe einfach bei ein paar Nord-Dingern vorbei und sammle ein paar Leute auf. Ach, ein schönes Städtchen. Kurav ist ein schönes Städtchen. Ich laufe hier rum und ich werde mal den Guildmaster fragen, wie das so aussieht hier mit Geschäften. Was können wir denn hier so kaufen? Nein. Ah ja. Very good. Ist ja. Ich weiß nicht, wieso der gerade so geredet hat. Ironworks, wie ist damit? Bla bla. 360 Dinar pro Woche. Nö. Wir wissen ja, dass irgendwie. Wir haben bis jetzt irgendwie alles, was so mit Seide und so zu tun hat, hat uns immer arsch viel Geld gebracht. Ah, hier, das. Das ist ja gar nicht. Was? Aha. Velvet, okay, 2000. Wow. Wieso ist das hier so viel wert? Heißt das, wenn wir irgendwas haben, wo wir mit, wo wir Seide mit herstellen können? Nee. Ich verstehe es nicht. Wo ist Velvet? Ale, Bread, Leather, Wine, All Tools. Ah, hier. Weavering, to make Velvet. Ach so, das war's ja. Scheiße. Ach so, okay. Wir würden produzieren Velvet, was 2000 wert ist. Und dann, Velvet ist Seide, ne? Ja. Okay. Okay, und am teuersten ist die rohe, also Raw Silk, die rohe Seide, so das Grundprodukt. Das kostet 1000 und kostet schon die Hälfte. Der Rest ist marginal. Farben 220, wer interessiert's? Und dadurch ist der Profit dann nur 500. Das heißt, wenn wir rohe Seide dann hier irgendwo günstiger kaufen und hier hinbringen, dann sollten wir in der Lage sein, hier ordentlich Profit auch damit zu machen. Und, okay, wie viel wollt ihr haben, um das überhaupt zu kaufen, das Ding? Ich finde, das hört sich sehr profitabel an mich an. 10.000. Wow. Ja, gut. Das heißt, wir müssen nochmal so locker 4.000 Dinar machen, bevor wir
bevor wir uns das leisten können. Aber das sollte der nächste Schritt sein. Wieso nicht in Kurav holen wir uns eine Seidenfabrik? Und kriegen das vielleicht hin, dass die uns nochmal irgendwie 1000 pro Woche bringt. Ich glaube, das ist alles pro Woche. Und wie machen wir das? Tja, entweder ein Turnier oder halt einfach ein paar Prügeleien. Aber wir brauchen halt irgendwie diese ganzen Standardgegner, die so rumrennen, die wollen sich schon nicht mehr mit uns anlegen. So ein Buja, da waren wir auch lange nicht mehr. Aha, was war Egir? Was geht ab? Wieso sind in meinem eigenen Dorf war Egir, Leute, nur. Nicht cool. Ich weiß nicht, was das soll. Also ich meine, ist das alles Gebiet, was wir von Vaigia erobert haben? Also ich meine, Raven auf jeden Fall, aber... Haben die endlich? Nee, die haben es immer noch nicht sich geholt. Vielleicht passiert irgendwas, vielleicht werden das zu Nord oder so, wenn die Vaigia komplett ausgelöscht sind. Ich meine, wir haben jetzt eh schon... Wie viel haben wir denn? Wir haben 3 Vaigi-Reiter und ein paar Vaigi-Veteranen und Fußleute. Wir könnten uns ein bisschen mit Vaigi mischen. Ja, wieso nicht? Wir brauchen eh... Ich wollte auch eh mal anfangen, um ein bisschen Kavallerie zu nutzen. Dann holen wir uns auch mal ein paar Vaigi-Leute. Why not? So, ich glaube, so heftig wird das die Moral nicht beeinflussen. Party-Moral 66, ja. Die ist immer noch angeschlagen von unserem einen komischen Kampf, wo ich einfach eine Welle nach der anderen von meinen Leuten da reingeschickt habe und selbst halt draußen stand und Limo getrunken habe. Ich fände es echt super, wenn wir mit Swordia endlich mal wieder in den Krieg kommen, weil ich fände, wir sollten schon mal unsere Sachen zurückerobern, die Penner sich von uns geholt haben. Wenn ich erinnere, Zargoth. Das besitzen die jetzt seit fast Anfang dieses Let's Plays, glaube ich. Naja, okay, nee. Boah, ist das lange her. Dieses Ding. Ich mache das, glaube ich, jetzt seit einem Jahr oder so. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ihr merkt vielleicht, ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Ich weiß nicht, wo ich gerade ansetzen soll. Falls euch was einfällt, wenn ihr das auch spielt oder so und eine gute Idee habt, was ich machen könnte. Oder auch wenn ihr es nicht spielt oder mal gespielt habt und wisst, wie man sich gut die Zeit vertreiben kann, dann sagt mir das mal. Hey. Ich weiß nicht, ich durchreite gerade einfach mal unsere Städte und vielleicht treffe ich auf ein Turnier zufällig. Oder die könnten auch einfach mal die Hochzeit starten. Ist auch nicht. Wo läufst du lang, Jo? Ja, ich laufe mal nach Tier. Na sowas, was ein Glück. Gerade auf dem Weg nach Tier und dann kriegen wir auch eine Nachricht, dass unsere Lady uns sehen will. Dann gucken wir da doch auch mal vorbei. Ich glaube auch, wenn wir wieder in einem Krieg sind, wir haben mittlerweile mehr gute Beziehungen noch, sodass wir Leuten sagen können, ey, guck doch mal da drüben, ob du nicht Bock hast, das Schloss da zu belagern und so. Aha. Wieso kriege ich immer noch scheiß Blicke und so, wenn ich zu ihr gehe? Wir sind jetzt verdammt nochmal verlobt. Sind wir doch, Schätzlein, oder? Sind wir doch. Wie geht's? Ach ja, da freut sie sich. Was war das? Ah, ja, ja, stimmt, genau. Was soll das eigentlich? Die hat es letztes Mal schon gesagt. Wir sollen uns vor der Hochzeit gar nicht sehen. Und dann sagt die, ich soll vorbeikommen. Tch, Frauen. Habe ich nicht gesagt. Mehr Freiwillige. Wie viel haben wir? Oh, wir sind praktisch voll. Schön. Schön, schön, schön. Vielleicht könnten wir uns mit ein paar, damit zumindest ein bisschen Action noch in diese Folge kommt, können wir uns mit ein paar Sea Raiders prügeln und gucken, dass wir dadurch ein paar Rekruten von uns aufleveln. Kann ja nie schaden, ne?
Und außerdem, Sea Raiders haben nach wie vor noch immer zumindest lohnenswerte Loot, also ja, Zeug. Lohnenswertes Zeug lassen die fallen. Von daher wäre das, glaube ich, auch gar nicht unbedingt Zeitverschwendung. Ja, machen wir. Ich gehe hier so in den Bereich und dann. Wir können auch nochmal versuchen, das Sea Raider Camp zu überfallen. Beim letzten Mal, ist auch schon ewig her, aber da habe ich ja da verkackt. Könnte man nochmal ausprobieren. Gut, ich reite da mal rüber. Mann ey, Beluga Castle ist immer noch an der Siege. Wie lang wollen die denn da vor rumstehen? Naja, ich glaube. Oh Gott. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. Wieso nicht? Selbst wenn wir verlieren, verlieren wir dabei nichts von der Armee und so, von daher. Puh. Okay, attack the hideout. Oh mein Gott. Oh Gott, Grafik. Hör auf, so komisch zu sein. Und ihr schießet auf sie. Ich würde sagen, diesmal. Diesmal rennen wir vielleicht nicht so rein wie letztes Mal. Infanterie, komm her. Nein, was machst du? Naja. Hold this position und Bogenschützen. Nein. Bogenschützen. Hold this position. Okay. Wieso? Nein, bleib hier. Komm her. Renn nicht darüber. Gott verdammt. Wenn ich hinterher wieder gegen alle alleine kämpfen muss, dann verkacke ich. Und wieso kommt ihr nicht runter? Das war irgendwie letztes Mal auch ein bisschen so. Aus irgendeinem. Oh fuck. Aus irgendeinem Grund hören die in diesem Sea Raider-Szenario überhaupt nicht auf mich. Krass, aber mein Nordveteran hält sich ganz gut da gegen den Haufen von Leuten. Krass, der haut da echt welche um. Meine Güte. Nein! Nordveteran! Du warst doch der Einzige, der mir wichtig war, Nordveteran. So viel auf einmal. Aber ich glaube, es klappt. So. So. Und so. Und so. Und so. Ist das. Wer schreit denn da so? Ist das Katrin oder wer? Wow, hat er echt einen Schlag überlebt? Hör auf, Steine zu werfen! Wisst ihr, wenn sowas ins Auge geht, ne? Hinter ist das Geschrei wieder groß. Hast du gehört, wie groß das Geschrei war? Der Scherz hat timingmäßig nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gott verdammt, es hört nicht auf. Oh! Oh, da kommt wieder ein ernsthafter Gegner. Bleibt zusammen. Bleibt zusammen. Macht sie fertig. Oh, wow. Was passiert? Okay. Ich glaube, mein Spiel hängt sich auf. Nee, nicht. Gut. Das wäre so scheiße. Aber war nur ein sehr, sehr langer Ruckler. Ich hoffe, wahrscheinlich hat sich die scheiß Tonspur jetzt wieder verschoben. Naja. Tot. Und ich hoffe mal, das ist der letzte. Oh, ey, nein. Wir haben noch jemanden verloren. Ach, hey. So. Was? Wer hat zwei von mir fertig gemacht? Jetzt sind wir hier noch zu zweit. Yeah! Wie, Harder sind noch. Oh cool, die gehören jetzt uns? Können wir da was mitmachen? Okay, voll cool. Ich dachte, das bringt gar nichts. Ich dachte, das ist nur so eine Prestige-Sache. Ja, okay.
Na, meinetwegen. Wieso? Wir haben den Platz. Dann nehmen wir halt alles. Nee, okay. Schade. Ich glaube, das war nur formal, diese Nachricht, dass das jetzt uns gehört, aus irgendeinem Grund. Ja, aber cool. Ich meine, wir haben mal was hingekriegt, oder? Das ist doch schön. Und ja, ich würde sagen, nächstes Mal verkaufen wir den Kram und sehen mal, wie es weitergeht. Wir hoffen mal wieder auf Krieg. Bis dahin, macht's gut.